Herr Laudet, Herr Ramin, wir versuchen hier eine außergerichtliche Einigung zu erzielen bezüglich eines Bierpong-Matches am 22.03.2019. Digga, was soll das überhaupt bringen? Wieso soll er die Regeln besser kennen als wir? Er ist ein Profi. Herr Laudet, Sie können sich sicher sein, dass ich in meinem Jurastudium nichts anderes gemacht habe. Was ist genau am besagten Datum vorgefallen? Naja, wir haben Bierpong gespielt. In welcher Aufstellung? 2-2. Solo Red Cups? Ja. Internationale Auslegung? Yes, sir. Was ist genau der Streitgegenstand? Pesch hat, nachdem der Ball im Cup war, den einfach wieder rausgepustet. Ja, solange der Ball das Bier noch nicht berührt hat und sich noch im Becher dreht, darf man doch wohl noch rausblowen, oder? Digga, das haben wir nie so gespielt. Safe. Nein! Standard. Nein, da wo du herkommst vielleicht. Herrschaften, legen Sie bitte Ihre regionalen Differenzen beiseite. Wir leben in einem globalisierten Rechtsstaat. Ich schau mal kurz ins BGB. Ins bürgerliche Gesetzbuch? Nein. Ins Bierpong-Gesetzbuch. Da kennt ihr die Regeln. Ah, da steht's ja. Paragraph 74 Absatz 1. Der Bitch-Blow. Das Herausblasen eines sich drehenden Balles, der sich bereits im Cup befindet, das Bier aber noch nicht berührt hat, wird als sogenannter Bitch-Blow gemäß § 7 Absatz 3 bezeichnet. Diese Technik ist erlaubt. Aha. Solange die blasende Partei weiblich ist. Bist du weiblich, Pesch? Siehe § 4 Absatz 3 Ziffer 5 des Ausführungsgesetzes zur Harmonisierung von Artikel 8 Absatz 3 des Internationalen Bierpong-Acts. Geißfinger. Bitches-Blow! Gib ihm! Der Bitchblow ist genau wie das Fingering, nur dann legit, wenn er vor dem Match mit einer Brofist besiegelt wird. Aha, da war dein Fingering aber auch nicht legit. Hä? Wir haben Brofist draufgegeben, dass Fingering erlaubt ist und nur Blown ist nicht erlaubt, weil Blasen, nachdem das Ding drin war, ist eklig. That's what she said, oder? Herr Ramin, das ist wirklich kindisch. Das ist mega kindisch. Außerdem haben wir beide getroffen, also Balls back plus ich habe einmal gepunkt, also hättet ihr drei trinken müssen. Das ist Bullshit. Du hast auf Ansage einen anderen Cup getroffen. Außerdem hättet ihr wegen Rerack schon einen abgeben müssen. Das ist mir zu theoretisch. So, und dann habe ich quasi geprompt. Und der ist rein! Der war drin! Ja, wir spielen nur theoretisch, du Larry. Herr Ramin, wir wollen das hier schon realistisch nachstellen. Trinken Sie bitte. The fuck? Oh, Death Cup! Jetzt musst du alle trinken! Als ob. Das ist korrekt. Shit. Kommen Sie, Chefin. Nice! Was ist denn hier los? Sie wollen mir nicht ernsthaft erzählen, dass Sie hier in der Kanzlei um 12 Uhr mittags ein Bierpong-Match veranstalten? In dieser Kanzlei spielen wir Flunkyball, ihr 31er. Oh, immer Flunkyball. In Bierpong bin ich viel besser. Ich habe das Gefühl, Sie vergessen manchmal, wer hier das Sagen hat. Schreibt Phil in seine Insta-Story, welche Gesetzbücher wir noch brauchen. Link in der Beschreibung.